Also von mir auch nochmal herzlich willkommen. Der ein oder andere kennt uns bereits, kennt die Ontavio. Der Christopher Schwärmer hat es ja schon angekündigt. Mein Name ist Nadine Link, Key Account Managerin bei Ontavio. Ich bin jetzt 3 Jahre dabei. Viele kennen uns durch unser Job- und Ausbildungsportal Karriere Südwestfalen. Na, einfach, dass man mal den Hintergrund hat und eben auch ja, den Kontakt dann auch zu Südwestfalen. Ne? Ich würde einmal mit Ihnen durchgehen, was Sie heute in meinem Vortrag erwartet. Ja. Wie sieht überhaupt der aktuelle Arbeitsmarkt aus? Was erwarten Bewerbende heutzutage? Und wie erfüllt man diese Erwartungen? Und sehr gute Gründe für ein Bewerbermanagementsystem. Und ganz am Ende dann natürlich auch noch mal ein Fazit zu der gesamten Präsentation und für Sie dann auch noch mal zusammengefasst. Ich habe einige ja, Zahlen, Daten und Fakten recherchiert. Auch die sollten wir nicht außer Acht lassen. Aber in dem Zuge natürlich, also werden wir auch gemeinsam mal schauen, ja, wie man eben Prozesse optimieren kann. Ich werde Sie mal mitnehmen, auch aus ja, einige Erfahrungen, die ich auch im letzten Jahr gemacht habe. Und in dem Zuge würde ich sagen, starten wir auch direkt mal mit dem aktuellen Arbeitsmarkt. Hier ist jetzt deutlich zu erkennen, dass der Arbeitgebermarkt sich zu einem Arbeitnehmermarkt entwickelt hat. Wir haben seit 2013 eine Verdopplung der offenen Arbeitsstellen. Was bedeutet das für Sie? Wenn Sie nicht rechtzeitig handeln, verpassen Sie die Top-Kandidaten. Ich möchte, dass wir uns das Ganze mal in einem kurzen Beispiel einfach mal nochmal vorstellen, visualisieren. Ich habe immer das Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie sind auf einem Bauernmarkt. Der Bauernmarkt hat von 9 bis 17 Uhr geöffnet und Sie möchten jetzt das frischeste Obst und die speckigsten Schweine und gehen auf diesen Bauernmarkt. Wenn Sie natürlich direkt nach 9 Uhr, also zur Öffnungszeit, auf diesen Bauernmarkt gehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Sie noch das frischeste Obst bekommen und dass Sie auch die speckigsten Schweine bekommen. Je später es wird am Tag, ja, umso weniger speckige Schweine. Es sind vielleicht noch gute Schweine da oder auch noch gutes Obst, aber eben nicht mehr das Frischeste. Ne? Und genauso kann man sich die Rekrutierung von Top-Talenten vorstellen. Ne? Also es funktioniert im Prinzip nach einem ähnlichen Modell. Das ist mir wichtig, dass wir uns das einfach nochmal vor Augen führen. Ne? Wenn Sie keine schnelle Einstellungsentscheidung treffen, wird jedes bisschen Top-Talent weg sein. Und auch hier haben wir mal eine ganz gute Statistik gefunden, ne? Weil die Daten zeigen, Fachkräfte sind durchschnittlich nur 10 Tage auf dem Arbeitsmarkt verfügbar. Dann sind die weg, ne? Also so wie wir es kennen, ich kenne es auch noch von früher, man bewirbt sich beim Unternehmen, im schlimmsten Fall hört man 3 Wochen nichts vom Unternehmen. Das kann man sich heute nicht mehr erlauben, ne? Weil dann sind die Bewerber eben nicht mehr greifbar. Ne? Ja. In dem Zuge komme ich auch direkt mal zum Thema digitales Recruiting. Ja, im Grunde genommen handelt es sich beim digitalen Recruiting um die Personalbeschaffung im digitalen Zeitalter. Ja, damit ist jedoch nicht nur die reine Online-Bewerbung per E-Mail gemeint, vielmehr geht es ja auch darum, dass der gesamte Bewerbungs- und Personalbeschaffungsprozess hier zu digitalisieren. Ja. Dieser, ja, Prozess startet mit einer Online-Stellenausschreibung und endet mit der Verwaltung der Bewerberdaten in einem zentralen System, im Idealfall eben in einem Bewerbermanagementsystem. Ne? Die ja, Arbeitgeber ohne digitalen Bewerbungsprozess gelten heutzutage wirklich als veraltet und sind nicht attraktiv. Auch hierzu habe ich nachher noch mal Zahlen, die das auch noch mal belegen, was, ja, was eben Bewerber erwarten auch heutzutage. Ne? Erstmal kurz die Vorteile auch des digitalen Recruitings. Zum einen haben wir natürlich Kosten- und Zeitersparnis. Ne? Der Zeitfaktor ist beim Recruiting sehr entscheidend, wie wir es gerade vom Bauernmarkt her gelernt haben. Zeit ist Geld, aufwendiges Sichten von Bewerbungsunterlagen,
vielleicht noch durch mehrere Fachbereiche, ist einfach auch sehr zeitintensiv. Ne? Dann ist ein weiterer Vorteil auch ein besseres Image und ja eine größere Reichweite. Ne? Durch Veröffentlichung Ihrer Anzeigen auf mehreren Jobportalen erreichen Sie eine höhere Reichweite und somit oder erzielen Sie eine höhere Reichweite und erreichen dann natürlich dementsprechend mehr potenzielle Bewerber. Ne? Und durch professionelles Auftreten gegenüber Ihren Bewerbern machen Sie eben auch deutlich, dass Ihr Unternehmen die richtige Wahl ist. Ich habe für Sie mal einen allgemeinen Recruiting-Prozess dargestellt. Ich blende den mal eben auch komplett ein. Ja. Das ist jetzt einfach mal für Sie auch zur Visualisierung. Ich möchte, dass Sie die Folie jetzt gerade einfach mal auf sich wirken lassen und Sie sich mal überlegen, wie lange so ein Bewerbungs- oder Recruiting-Prozess bei Ihnen im Unternehmen dauert. Nehmen Sie sich kurz die Zeit, ne? Wir gehen das gerne kurz durch. Ne? Bewerbung geht ein. Wer sichtet die Bewerbung? Ne? Geht die noch zu dem Fachbereich? Ne? Einfach, dass es mal für sich gerade Revue passieren lassen und einfach mal ja, überlegen, wie lange dauert dieser Prozess eigentlich bei uns? Ne? Genauso die Frage, wo stockt es eventuell? Ne, beim Fachbereich, der nicht mit der Bewertung der eingehenden Bewerbungen in die Gänge kommt. Ne, ich kenne es von eigenen Kunden, die dann sagen, ja, ne, ich muss dem Fachbereich immer mal wieder auf die Finger hauen, weil die kommen nicht aus dem Quark. Ne, das spielt ja alles in diesen Prozess ein. Ne, wenn wir da auf die Kollegen warten müssen, ist vielleicht da der Bewerber eben schon bei einem anderen Unternehmen. Ne? Also einfach, dass wir uns diesen Prozess mal verdeutlichen. Und eben für diesen hier genannten oder ja allgemein aufgebauten Recruiting-Prozess gibt es eben auch gewisse Automatismen. Angefangen mit der automatischen Eingangsbestätigungs-E-Mail, die Sie nicht mehr von Hand verschicken müssen, sondern die direkt das System für Sie übernimmt. Dann um nochmal auf den Thema Fachbereich zurückzukommen. Ne? Es gibt nette Erinnerungs-E-Mails, die vom System zum Beispiel verschickt werden, um einfach mal hier über Versäumnisse zu informieren. Ne? Das heißt, ein Bewerber ist zum Beispiel 5 Tage lang in einem Prozess und der geht nicht weiter. Ne? Dann mal auch hier eine Erinnerung zu bekommen, ohne dass man es wieder manuell anstoßen muss. Achtung, ne? Mit dem Bewerber ist jetzt hier 5 Tage nichts passiert. Also da können wir wirklich mit diesen Automatismen auch schon arbeiten und da unterstützt sie eben auch ein System, um einfach ein paar Stellschrauben zu drehen, damit hier der Recruiting-Prozess schneller vonstatten geht. Ne? Genau. Wie vorhin auch schon erwähnt, also die Folien bzw. die Präsentation stehen Ihnen im Nachgang ja auch zur Verfügung. Spielen Sie gerne den Prozess nochmal durch, besprechen Sie sich auch mal mit den Kollegen. Ne, dass man einfach wirklich für sich nochmal weiß, okay, wo stockt es eigentlich? Ne? Genau. Damit geht es dann auch einmal weiter und zwar, damit sich natürlich das Ganze jetzt auch im Bewerbungsprozess widerspiegelt, brauchen Sie eine gute Candidate Journey. Was ist eine Candidate Journey? Beschreibt den Prozess vom ersten Kontaktpunkt des Bewerbenden zum Unternehmen bis zum Abschluss des Bewerbungsverfahrens. Ja. Warum brauchen Sie eine gute Candidate Journey? Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels hat eine gute Candidate Journey einen unschätzbaren Einfluss auf Ihr Hiring und Ihr Employer Branding. Ja, auch hier haben wir wieder Zahlen entdeckt, ja, die man sich auch einfach mal ja, notieren sollte, weil es ist wirklich so, 72% der Kandidaten teilen negative Erfahrungen direkt in ihren digitalen Netzwerken. Ja, Sie kennen Kununu. Ja, und das fängt ja, wie gesagt, im Bewerbungsprozess schon an. Ja, wenn dem Bewerber oder den Kandidaten da was Negatives aufgefallen ist, ne, oder wie ich vorhin schon sagte, man merkt, Unternehmen ist da noch ganz veraltet, war für mich jetzt schwer, die E-Mail-Adresse zu finden oder.
Na, dann kann es einfach sein, dass sowas auf Kununu schon eben platziert wird. Na? Außerdem lesen Kandidaten mindestens 6 Rezensionen auf Bewertungsportalen wie eben Kununu. Und 55% von ihnen meiden Unternehmen mit negativen Kommentaren. Ja. Deswegen arbeiten wir eben stets an einer guten Candidate Journey und dann letztendlich ja auch an dem Employer Branding. Ja. Jetzt kann ich hier immer Zahlen nennen und auch sagen, was so im alltäglichen Doing natürlich auch Kandidaten machen. Aber wir gucken uns natürlich auch immer eine Lösung des Problems an. Ne? Die Lösung ist hier natürlich Optimierung des Prozesses durch verschiedene Kontaktpunkte. Ich habe die hier jetzt mal aufgeführt. So fängt einmal an mit dem Interesse wecken. Und das ist jetzt auch der Punkt. Interesse wecken fängt im Prinzip mit der Stellenausschreibung an. Und da möchte ich Ihnen gerade mal ja von einer Erfahrung berichten, die ich letztes Jahr gemacht habe. Und zwar war ich letztes Jahr auf einem Personalkongress und ich war in einem Workshop. Dieser Workshop hieß War for Talents. Wir waren ungefähr 20 Teilnehmer, also sprich ne, Personaler, Personalerinnen, so wie Sie es auch sind, aus verschiedenen Unternehmen, die eben an einem Workshop teilgenommen haben. Und unser ja, Workshop-Leiter, der fragte eben in die Runde, wer von Ihnen glaubt denn, dass er auf Anhieb sein Stellenangebot wiedererkennt? Jetzt können Sie sich vorstellen, wir waren alle total euphorisch und ich würde sagen, 80% haben aufgezeigt und haben gesagt, ja, aber natürlich erkennen wir unser Stellenangebot ganz klar, ne? Ja, der Workshop-Leiter hat dann 4 Ausschnitte von Unternehmen, die jetzt wirklich auch in einem Workshop waren, hat er mal 4 Stellenangebote rausgesucht und Ausschnitte aus diesen Stellenangeboten per Beamer eben angezeigt. Es war der Bereich, wir bieten Ihnen, jeder von Ihnen kennt es, ne? Wir bieten Ihnen Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, Ja, da waren dann eben 4 Stellenangebote an der Wand. Wir bieten ihnen und alle saßen da und jetzt können Sie mir glauben, es wurde auf einmal verdammt ruhig. Keiner in dem Workshop hat mir was gesagt. Und soll ich Ihnen sagen, warum? Weil alle 4 Stellenangebote identisch waren. Das ist kein Scherz. Wir haben im Moment, also wir haben so dieses Schema und alle schreien, ja, Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, ja, super Work-Life-Balance. Ja, aber wir machen es alle. Ja, und das war wirklich, also ich saß dann auch da und habe gedacht, okay, wir müssen was verändern. Ja, es kann ja nicht sein, ja, dass jedes Stellenangebot jetzt wirklich gleich klingt. Ne? Man hat es so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber dadurch, dass es dann ja schwarz auf weiß im Prinzip vor mir an der Wand stand und ja keiner jetzt wusste, okay, von welchem Unternehmen ist jetzt dieses Stellenangebot, fand ich es doch mal sehr interessant und ja, man hinterfragt dann doch auch nochmal den eigenen Prozess, ne, also auch unsere Stellenangebote dementsprechend nochmal anzupacken. Das nur mal so aus meiner Erfahrung, weil das was war, wo ich ja wirklich gedacht habe, okay, ne, hat man gar nicht so auf dem Schirm. Ne? Um nochmal auf das Thema zurückzukommen mit dem Interesse wecken. Also ja, wir müssen an unseren Stellenausschreibungen arbeiten. Stellenangebote sollen begeistern. Ne? Das fängt bei Ihnen letztendlich mit der Karriereseite an. Ne? Gucken Sie bitte nochmal auf der eigenen Website, auf die Karriereseite. Was kann man gegebenenfalls noch optimieren? Ist die Karriereseite mobilfreundlich? Ne, die Kandidaten möchten sich heute per Handy möglichst schnell unkompliziert bewerben. Ne? Das sind alles wichtige Faktoren, wo man ja letztendlich schon zu Beginn an der Stellenausschreibung eben arbeiten kann. Ne? Dann haben wir die Kontaktaufnahme. Ne? Auch hier hatte ich gerade schon erwähnt, es muss ein schneller und ein einfacher Bewerbungsprozess sein. Ne? Viele Systeme bieten die Möglichkeit, dass die Kandidaten direkt über ein Bewerberformular sich bewerben können. Ne? Das heißt,
diese ganze E-Mail-Bewerbung, die ist eigentlich schon wieder ein bisschen veraltet, ne? Weil die Kandidaten sind es jetzt durch die verschiedenen Systeme auch schon gewöhnt, dass die sich einfach ganz unkompliziert über ein Bewerberformular bewerben können. Es gibt Statistiken, die zeigen, dass so ein Prozess, also die Bewerbung an sich von dem Kandidaten, nicht länger wie 90 Sekunden dauern soll. Ja, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So, jetzt öffne ich mein E-Mail-Programm, überlege ja schon, was schreibe ich jetzt in die E-Mail, welche Dokumente hänge ich jetzt an, möchte das Unternehmen anschreiben, Lebenslauf und meine 6 Zeugnisse? Nein, das wollen die Unternehmen im Regelfall gar nicht mehr. Ne? Und mit diesen Bewerberformularen, die Sie eben individuell gestalten können, können Sie natürlich auch entscheiden, was Sie abfragen möchten. Ne? Das heißt, Sie können ja direkt vorgeben, ey, uns reicht ein Lebenslauf. Ne? Dann kann der Bewerber eben den Lebenslauf übers Handy dann auch direkt hochladen. Ne? Dann hört man immer wieder ja auch das One-Click-Bewerben. Ne? Kandidat ist auf Xing oder auch auf LinkedIn unterwegs. Ne? Dann ist es doch auch hier angenehm, per Klick zu sagen, okay, ich bewirb mich direkt jetzt bei dem Unternehmen. Ne? Ich habe wieder ein minimalistisches Bewerberformular, zack, und die Bewerbung ist eben direkt raus. Ne? Also auch diese Kontaktpunkte ganz gering halten. Keiner geht mehr auf die Suche und sucht sich noch eine Mailadresse raus. Wo kann ich mich denn jetzt bei denen bewerben? Ne? Es muss ganz klar ersichtlich sein und eben möglichst schnell dann auch gehen. Genau. Dann die Kommunikation. Auch hier ist es natürlich wichtig, ja, pünktlich, transparent informieren Sie Kandidaten zum Beispiel über den Stand seiner Bewerbung. Wir zum Beispiel jetzt, wenn ich nochmal auf das Thema auch Bewerbermanagementsystem eingehe, es gibt Tracking-Funktionen, die den Kandidaten per Handy anzeigen, wie der Status der Bewerbung ist. Und Sie denken jetzt vielleicht, oh, um Gottes Willen, da werden wir aber unter Druck gesetzt. Oder das ist ja sehr transparent. Ja, aber ich sage Ihnen, wir kennen es ja auch schon aus unserem täglichen Doing. Ne? Wer von Ihnen bestellt bei Amazon oder Zalando? Wer freut sich denn nicht, wenn er schon per E-Mail sieht, ach, mein Paket kommt morgen an. Ne? Wir nennen es die schöne Sendungsverfolgung. Und genauso müssen wir uns das eigentlich bei den Bewerbenden vorstellen. Ne, die haben auch eine URL, können auf dem Handy sehen, ach Mensch, meine Bewerbung liegt gerade beim Chef auf dem Schreibtisch. Da wird ja auch ein psychologischer Effekt erzielt. Ne? Und wir können damit vielleicht auch verhindern, dass der Bewerber nicht vorschnell einem anderen Unternehmen zusagt, weil er ja einfach sieht, ach, ich bin noch im Rennen, ne, liegt wie gesagt gerade beim Chef, Entscheidung ist noch aus, da warte ich doch mal, ne, was dabei rumkommt. Ne, und nicht dieses, ja, man wird komplett oder läuft ins Leere, ne? Man schickt Bewerbung ab, ja, hört 2 Wochen nichts und ja, hat ja so im Prinzip einfach gar keine Rückmeldung, ne? Gar keinen Bezug mehr. Und Sie kennen es wahrscheinlich auch selber, wenn Sie damals ja Ihre Bewerbung geschrieben haben, haben wir meistens mehr wie eine geschrieben. Wir saßen einmal dran, wir haben Adresse wieder geändert, Ansprechpartner, vielleicht noch einen Satz gedreht, aber dann, ne, haben wir 5, 6 Bewerbungen auf Anhieb rausgeschickt. So, und die jetzt einfach da einen besseren Bewerbungsprozess haben, die werden dann da auch wahrscheinlich eher die guten Bewerber dann ja, bekommen. Ne? Das muss man einfach so sagen. Dann sind wir auch schon hier jetzt bei uns im Entscheidungsprozess und da ist auch nur noch mal wichtig, schnelle und klare Signale zu senden. Ne? Und beim Thema Onboarding kann ich Ihnen auch nur sagen, beginnen Sie bereits vor dem ersten Arbeitstag mit dem Onboarding. Ne? Informieren Sie den Bewerber über Start, begleiten Sie den Kandidaten durch den ersten Tag, machen Sie eine nette Vorstellungsrunde im Team. Also sowas kommt da erfahrungsgemäß auch immer ganz gut an. Ne? Genau, das einmal zu den verschiedenen Kontaktpunkten. Jetzt habe ich ja gesagt, gibt es nochmal auch hier ein paar Zahlen. Und zwar schauen wir uns jetzt in dem Diagramm mal genauer an, was Bewerbende erwarten. Und Sie sehen die Punkte, gute technische Ausstattung sowie digital gerechte Prozesse und Kultur. Die liegen hier vorn. Danach folgt schon die Transparenz sowie die Schnelligkeit. Also Sie sehen, ich will Ihnen hier keinen vom Pferd erzählen, sondern es gibt Statistiken, die zeigen, das ist das, was Bewerbende heutzutage erwarten. Ne?
Also machen wir es doch den Kandidaten so einfach wie möglich, sich zu bewerben. Ich sage immer, Zahlen, Daten, Fakten lügen nicht. Deshalb habe ich hier jetzt auch nochmal für Sie, die jetzt noch kein Bewerbermanagementsystem nutzen. Ich hatte gerade ja schon ein paar Firmen gehört, wo wir natürlich auch schon mal Kontakt hatten und ich auch weiß, dass die da natürlich auch schon gut aufgestellt sind. Trotzdem habe ich hier nochmal auch Gründe hinterlegt, warum man vielleicht jetzt anfangen sollte, das zu ändern, wenn man eben noch kein Bewerbermanagementsystem nutzt. Und zwar ist das eben offene Stellen schnellstmöglich mit qualifiziertem Personal zu besetzen. Nochmal das Thema Zeit-Kostenersparnis, Transparenz im gesamten Ablauf schaffen. Das Ganze natürlich unter Gewährleistung des Datenschutzes. Also auch hier, wer von Ihnen noch mit Excel-Listen arbeitet, darf sich gern angesprochen fühlen. Irgendwann wird es, glaube ich, auch ziemlich schwierig, da immer dann datenschutzkonform vorzugehen und die ganzen Fristen einzuhalten. Dann geht es natürlich auch nochmal hier ums zeitgemäßes E-Recruiting und dass man eben auch ein positives Unternehmen-Image fördert. Ne? Dass hier auch einfach die Bewerber sehen, dass sie da digital ausgestattet sind, dass sie modern sind, dass sie es den Kandidaten einfach machen. Genau. Ja, dann auch hier nochmal zum Thema Bewerbermanagement. Sie können wirklich einfach digitalisieren. Das ist mir immer sehr wichtig. Viele, die hören, Bewerbermanagementsystem, Software. Die denken immer, ich sitze tagelang in Schulungen und dauert ja ewig, wieder ein neues Programm zu integrieren. Nein, das ist definitiv nicht so. Also es ist eine cloud-basierte Software und Sie können wirklich sofort starten, ganz unkompliziert. Ne? Auch da gibt es mittlerweile schöne Anleitungsvideos und Schulungen, die angeboten werden, die gar nicht lange dauern und so können wirklich die Unternehmen innerhalb von 1 bis 2 Tagen komplett digitalisiert starten. Ne? Das Ganze natürlich hier auch nochmal budgetschonend. Ne? Alles wird teurer heutzutage, die Systeme nicht. Wir haben ein Flatrate-Modell, auch hier passend zu Ihrer Unternehmensgröße. Ne? Also man kann wirklich unbegrenzt viele Stellenangebote, Teammitglieder oder eben auch Standorte im System hinterlegen. Ne? Wenn man doch mal mehr Stellen hat und dann bestimmt auch mal wieder weniger, ist das hier überhaupt kein Problem, das dann abzubilden. Ne? Sie können eben Bewerbern automatisiert antworten und interne Abstimmungen vereinfachen, wie ich vorhin sagte, dann auch mit netten Erinnerungs-E-Mails. Ne? Sie können eigene Status anlegen, sodass Sie Ihren jetzigen Prozess im Prinzip im System auch weiter abbilden können. Ne? Dass man sich nicht komplett umorientieren oder umdenken muss, sondern es einfach in ein digitales System dann übermittelt. Ne? Genau. Und Bewerberdaten werden eben automatisch datenschutzkonform verwaltet. Genau. Damit sind wir jetzt auch am Ende meiner Präsentation. Ich würde jetzt natürlich nochmal auch das Fazit aus der gesamten Präsentation dann mit Ihnen durchgehen. Ne? Und zwar hier nochmal, der Punkt digitales Recruiting ist unumgänglich. Der gesamte Prozess muss digitalisiert werden. Und Reaktionsschnelligkeit und Herstellung von Kontaktpunkten zum Bewerbenden können mit einem Bewerbermanagementsystem eben ganz unkompliziert und effizient umgesetzt werden. Ne? In dem Zuge dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn wir jetzt noch ein paar Fragen durchgehen und einfach noch offen drüber sprechen.